Moin, liebe HSV-Fans, herzlich willkommen zum HSV-Check. Heute ausnahmsweise am Donnerstag ist auch gleichzeitig die letzte Ausgabe dieses Jahres wegen der anstehenden Weihnachtsfeiertage. Die nächsten gibt es dann erst wieder 2021. Ich begrüße heute ganz herzlich Stefan Walter, meinen lieben Kollegen, der euch ein bisschen was zur aktuellen HSV-Situation erzählen wird. Moin Jakob und Grüße aus dem Homeoffice. So, legen wir direkt mal los mit dem Thema der Woche. HSV hat 4:0 gewonnen gegen Sandhausen. Klingt ja sehr deutlich, aber es klang auch durchaus Kritik an der Spielweise, die jetzt nicht unbedingt so sehr schön anzuschauen war. Jetzt steht so ein bisschen die Frage im Raum, heiligt der Zweck ein bisschen die Mittel? Ist wirklich nur das Ergebnis wichtig? Schafft das der HSV auch mit einer eher defensiven Ausrichtung zum Aufstieg? Wie siehst du das, Stefan? Oder ist doch der gewisse Druck nach wie vor da, als HSV auch attraktiv spielen zu müssen? Oder ist man wirklich nur noch ein Zweitligist? Also vorab ist es natürlich wichtig, die Situation einzuordnen. Der HSV ist Tabellenzweiter, wäre auch ganz gerne Tabellenzweiter am Saisonende, denn das würde den Aufstieg bedeuten. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch über die aktuelle Spielweise reden, denn das 4:0 gegen Sandhausen war schon sehr, sehr holprig teilweise. Ich fand eigentlich unsere Überschrift im Abendblatt auch, hat es sehr treffend zusammengefasst. Der HSV stolpert sich zum Kantersieg, haben wir getitelt. Und genauso war es auch. Also gerade Anfang der zweiten Halbzeit waren es eigentlich fast schon Belagerungszustände da am HSV. HSV-Strafraum. Der HSV hat sich tief in die eigene Hälfte reindrängen lassen von Sandhausen. Ja, nun wirklich nicht, keine Top-Mannschaft in der zweiten Liga. Und ähnlich war auch schon das Spiel zuvor in Darmstadt. Jetzt hat der HSV davor aber auch 5 Spiele in Folge nicht gewonnen. Es ging jetzt erst einmal darum, Stabilität in die eigene Spielweise reinzubringen. Aber, und so viel darf man auch kritisieren, ein bisschen mehr Fußball darf es dann doch sein. Und vor allem auch ein bisschen mehr als Terodde, ne? Aber gut, solange man so einen Stürmer da vorne drin hat, ist natürlich auch erstmal alles gut. Darauf zielt auch die Frage der Woche ab. Die hat unser User Tim Konrad gewonnen. Der möchte wissen, ob es nicht auch mal angebracht wäre, mit 2 Stoßstürmern oder 2 Spitzen überhaupt spielen zu lassen, weil sie neben Terodde eigentlich auch mit Hinterseher noch einen ganz guten Mann haben beim HSV. Also warum nicht mal eine Doppelspitze ausprobieren, beziehungsweise was spricht dagegen, möchte Tim Konrad wissen. Ja, dazu muss man natürlich sagen, dass es immer wieder die Diskussion oder die Kommentare gibt, wo stünde der HSV eigentlich ohne Simon Terodde? Wäre er dann ein Abstiegskandidat? Ich finde, diese Frage ist müßig, denn es gibt nun mal Simon Terodde und das ist mir alles zu viel Konjunktiv. Und der HSV spielt mit Simon Terodde und eben nicht mit Lukas Hinterseher, um zu der Frage zu kommen. Und das liegt ganz simpel daran, dass Simon Terodde in jedem Training und in jedem Spiel beweist, warum man ihn verpflichtet hat. Und Lukas Hinterseher tut genau das gerade nicht. Seine Trainingsleistungen sind relativ überschaubar. Das wird auch intern kritisiert. Es ist ihm auch bereits gesagt worden in einem 4-Augen-Gespräch, dass man vor allem mit seiner Testspielleistung gegen die Dänen, gegen Viborg, sehr unzufrieden war, aber eben auch mit dem, was er täglich so Trainer Daniel Thun zeigt. Und Daniel Thun ist ein Trainer, der sehr viel Wert auf die Trainingsleistung legt, muss man dazu sagen. Er hat nicht seine Lieblinge, die auf jeden Fall spielen, sondern er guckt schon, wer hat sich wie in der Woche präsentiert. Und da ist es seit Wochen so, dass Bobby Wood besser trainiert und deswegen sagt sich der Trainer dann natürlich auch, okay, ich habe hier den einen, der sich ein bisschen hängen lässt, der fast schon ja unzufrieden wirkt seit der Verpflichtung von Terodde, das wäre Hinterseher. Und ich habe hier den anderen, Bobby Wood, der nimmt die Situation an und der ist möglicherweise in seinen Qualitäten limitiert, aber er zeigt sich wenigstens und dann setzt er eben die letzten 10 Minuten lieber in Bobby Wood ein als in Lukas Hinterseher. Deswegen ist der HSV momentan meilenweit davon entfernt, mit einer Doppelspitze Terodde Hinterseher zu spielen. Dazu kommt, dass sich beide Spielertypen einfach auch zu ähnlich sind. Und aktuell spielt, wenn Daniel Thun mit 2 Spitzen spielt, dann spielt er eher einen Manuel Winsheimer. Und sollte mal ein Winsheimer ausfallen oder nicht berücksichtigt werden, würde er sogar noch Bobby Wood dann anfangen, weil er auch sich etwas mehr fallen lässt als vielleicht ein Hinterseher. Also Hinterseher ist momentan wirklich komplett hinten dran und die Frage kann ich ganz klar damit beantworten, dass es eine Doppelspitze Terodde Hinterseher nicht geben wird in absehbarer Zeit. Alles klar, also wird in der Hierarchie klar vor Hinterseher. Hinterseher bleibt möglicherweise Wechselkandidat im Winter. Absolut, aber sein Vertrag läuft im Sommer aus. Das heißt, eine Leihe oder beziehungsweise ein Verleih käme nicht in Frage jetzt im Winter. Er verdient gutes Geld in Hamburg. Das müsste ein anderer Verein erstmal auf den Tisch legen, um einen Wechsel für Hinterseher persönlich auch lukrativ zu machen. Ob das geschieht bei der aktuell überschaubaren Leistung,
Ich wage mal die Prognose, dass Hinterseher bis zum Sommer in Hamburg bleibt und dann sich einen neuen Verein suchen wird. Kommt es erstmal zum nächsten und letzten Spiel des Jahres. Der HSV hat die Ehre, die zweite Liga für dieses Jahr zu beschließen, wenn auch noch nicht der Hinrundenabschluss. Am Montag geht es zum KSC. Bisschen Thema in Karlsruhe ist wohl sind die schlechten Platzverhältnisse. Da kann sich der HSV wohl schon mal drauf gefasst machen. Wenn es ganz blöd läuft, ist der HSV vor dem Spiel wieder auf Platz 4 abgerutscht. Aber ist es andererseits vielleicht sogar auch ein Vorteil, dass man die Rolle des Jägers einnehmen kann? Wie ist so deine Prognose fürs Spiel am Montag, Stefan? Ich glaube, der einzige Vorteil ist es einfach, ein Spiel zu gewinnen. Ich halte von den Diskussionen, ist es ein Vorteil, Jäger oder Gejagter zu sein, relativ wenig. Ich glaube, jeder Sportler will am Ende gewinnen. Und das sind so psychologische Spielchen oder einfach Themen, die man aufwirft, wenn es nichts anderes zu diskutieren gibt. Aber ich glaube, am Ende zählt eigentlich nur der Sieg. Und der HSV hat sich ja in den vergangenen beiden Spielen eingespielt, wie man denn solche ekligen Spiele angehen muss. Und das Spiel in Karlsruhe wird zweifellos ein Kampfspiel werden. Denn wie du schon gesagt hast, sind die Platzverhältnisse sehr überschaubar. Es heißt sogar, dass der Platz in Karlsruhe aktuell der schlechteste der Liga sein soll. Also das sagt sogar Karlsruhe selber über seinen eigenen Platz. Und das sagt, denke ich, alles aus. Wir werden also wieder kein schönes HSV-Spiel sehen, wage ich zu prognostizieren. Ich denke aber, der HSV wird am Ende gewinnen, weil er mittlerweile die Liga und die eklige Spielweise, auf die es vor allem im Winter bei rauen Verhältnissen und schlechten Platzverhältnissen ankommt, ja mittlerweile angenommen hat. Okay, also du gehst von keinem HSV-Ausrutscher aus auf seifigen Untergrund in Karlsruhe. Maximal in physischer Hinsicht, aber nicht, was das Tableau am Ende betrifft. Okay. Wie geht es danach überhaupt weiter? Kannst du das vielleicht ganz kurz skizzieren oder weiß man da überhaupt schon was? Ganz kurze Weihnachtspause. Wann ist dann quasi Trainingsauftakt, wenn man das überhaupt als solchen bezeichnen kann? Haben die HSV-Profis überhaupt über Weihnachten frei? Steht da schon Plan? Genau, es wird eine kleine Mini-Weihnachtspause geben. Also ungefähr eine Dreiviertelwoche wird es freigeben. Bevor das Mannschaftstraining dann nach Weihnachten wieder aufgenommen wird, stehen auch noch die Corona-Tests an. Also alle Spieler müssen zweimal negativ getestet werden. Erst dann dürfen sie wieder aufeinandertreffen. Und am 3. Januar geht es ja auch schon weiter mit dem Spiel gegen Regensburg, dem Heimspiel. Also es gibt keine Winterpause, das ist bekannt. Und es wird deswegen auch nur eine Mini-Weihnachtspause geben, um mit den negativen Corona-Tests wieder rechtzeitig das Mannschaftstraining eine Woche vor dem Regensburg-Spiel wieder aufzunehmen. Gutes Stichwort. Auch wir werden im Januar dann den HSV-Checkbetrieb wieder aufnehmen. Jetzt wünschen wir euch erstmal eine schöne Weihnachtspause. Kommt gesund rüber ins neue Jahr. Haltet dem HSV und uns die Treue. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss von meiner Seite. Tschüss auch von mir. Bleibt gesund.